Access Motor präsentiert auf der ECMA 2017 eine komplette Range. Neu sind nicht nur die Namen. Der Boss von Access Motor erklärt uns jetzt, was hinter der Marketingstrategie steckt. Now you can see that we have a new range named Shed Sports, and we present the 850 and also the 420 here. So now Michael explains the whole production lines. Einzelheiten erklärt Deutschland-Importeur Michael Leb. Danke sehr. So, nun wieder auch ein herzlich Willkommen von mir. Wir befinden uns hier am Stand von Access Motor. Uns freut es uns sehr, dass hier der Hersteller wieder den Weg gefunden hat, um hier seine Neuheiten zu präsentieren. Was gibt es Neues hier bei Access? Das Wichtigste ist die neue ATV-Linie mit dem Namen Shed Sport. Was steckt hinter dieser Idee Shed Sport? Aufgrund mehrerer Vergleichstests, die in den vergangenen Monaten stattgefunden haben, hat vor allem die Shed 650 und 850 sehr gute Testergebnisse gehabt. Es wird hier auf drei besondere Merkmale Wert gelegt. Zum einen der extrem durchzugsstarke Motor. Man darf nicht vergessen, dass sämtliche ATV-Modelle von Access Motor um ca. 100 Kilogramm weniger wiegen wie sämtliche taiwanesische Mitbewerber. Das zweite wesentliche Merkmal sind die neu hier sehr schön zu sehen verbauten Stoßdämpfer. Diese Stoßdämpfer wurden extra abgestimmt, ebenfalls von einem mittlerweile Access-Importeur der Firma Sima aus Frankreich. Drittes Wesensmerkmal ist die gesamte Bremsanlage, die wirklich für eine extrem gute Verzögerung sorgt. Alles in allem bewirkt dieses Gesamtpaket ein sehr, sehr sportliches Fahrverhalten. Aus diesem Grunde auch der Name Shed Sport. So, es gibt hier, wie gesagt, die Shed 850, auch im deutschen Handel als Shed 650 erhältlich, mit und ohne ABS. Für den Einstieg gehen wir dann ein Fahrzeug weiter. Hier sehen wir die brandneue Shed 420. Die Shed 420 ist das absolute Einstiegsmodell der Shed-Familie und beginnt bei einem Verkaufspreis von 5.600 Euro am deutschen Markt, ist bereits erhältlich. Hier sehr schön zu sehen, das 400er Aggregat. Die 420er verfügt über einen elektrisch zuschaltbaren Allradantrieb, über einen sehr schönen großen Tank, eine Digitalarmatur, wie gesagt, also ein sehr komplett ausgestattetes ATV. Gehen wir wieder ein Stück weiter, vielleicht, okay, auch noch hier sehr schön zu sehen, auch ebenfalls die Shed 420 verfügt über den gewohnt sehr, sehr stabilen Anhängebock und sämtliche Modelle, das heißt Shed 420, Shed 650 und 850 sind in Deutschland als LOF-Modell bereits verfügbar. So, nun sind wir hier eigentlich beim Highlight, auf das wir schon lange warten. Das neue SSV 850 Supercharge ist so gut wie fertig. Wir sehen hier das erste Vorserienmodell, das Herzstück von diesem Fahrzeug. Bevor wir dieses Fahrzeug ein wenig abfilmen, ist wohl auf der Rückseite untergebracht. Hier sehr schön zu sehen, der eigens von Access Motor entwickelte 850 Kubikzentimeter Kompressormotor, Supercharge-Motor. Der Hersteller gibt hier Leistungsdaten an, die an die knappe 90 PS erreichen wird. Wir sind schon sehr gespannt. Wir bekommen die ersten Modelle bereits im ersten Quartal 2018 geliefert. Das neue SSV 850 Supercharge, wie gesagt, ein absoluter Sportler. Sehr schön von vorne zu sehen, auch die wie gewohnt bereits im ATV verbauten Angel Eyes. Das gesamte Fahrzeug wird in Serienausstattung auf jeden Fall noch im zweiten Quartal, sprich bis Ende Juni 2018 in Deutschland erhältlich sein. Vielleicht machen wir noch
ein paar letzte Aufnahmen in den Innenraum des Fahrzeuges. So, nur noch ein letzter Schwenk in den Innenraum des Fahrzeuges. Eine wichtige Frage, oder die sich sicher viele stellen, was wird das SSV 850 Supercharge am deutschen Markt kosten? Angepeilt sind auf jeden Fall ein Verkaufspreis unter 15.000 Euro, somit wirklich leistbar für jedermann und somit viel SSV für wenig Geld. In diesem Sinne